meine Freunde, herzlich willkommen zur Folge 12 auf der Ravenport im Landwirtschaftssimulator 19. Heute neue Aufnahmesession. Wir machen hier mit dem Einsehen weiter vom Feld 2 Sojabohnen. Genau da, wo wir aufgehört haben, eigentlich beim letzten Mal. Ich glaube, das wird heute auch eine kurze Aufnahmesession wohl, vielleicht ein, zwei Folgen nur. Den Rest mache ich dann die Tage fertig. Zeitlich bedingt und wegen, weil ich auch streamen will nochmal, also jetzt nicht heute, aber damit das irgendwie zeitlich passt mit streamen und aufnehmen und hin und her, wird das heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ist gut für euch, dann kann ich wieder ein bisschen mehr auf die Kommentare eingehen, sofern ihr welche schreibt. Aber in letzter Zeit habe ich doch das ein oder andere Kommentar unter meinem Video. Es kommt ins Rollen, sagen wir es so. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das Feld hier fix angesät kriegen. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich gedüngt gehabt, bevor wir hier angefangen haben mit Einsehen. Irgendwie vermute ich fast nein. Aber ja, was soll's. Dann ist das so. Dann haben wir auch hier die zweite Düngestufe, die wir nachholen müssen. So, ich hoffe, wir schaffen das in der Folge mit dem Einsehen, dass wir nächste Folge uns schnell um was Neues kümmern können. Sollte ein kleiner Rest hier überbleiben am Ende, dann mache ich das kurz aufs Screen. Ja, gerade von der Arbeit gekommen. Ich bin noch nicht ganz da. Man merkt es vielleicht. Ja, Projekt ist ja mittlerweile auch gestartet. Haben viele zugeschaut. Ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen. So hoffe ich auch. Also es sah so aus, als wenn es ganz gut ankommt, das Projekt. Das Multiplayer-Projekt. Die Racker auf dem Acker. So heißt es jetzt, das Duell. Jetzt kommenden Samstag soll es weitergehen. Wird wahrscheinlich wieder so circa 18 Uhr dann wohl sein. Sollte nichts weiter dazwischen kommen. Und ich denke, es ist auch... Also vor allem für meine Position sehr gut gestartet ist. Die beiden Konkurrenten, der Hesse und der Anton, die hatten ja auch keinen Helfer dabei. Ich hatte meinen Helfer ja, den ich sehr, sehr kurzfristig am Samstagvormittag noch gefunden habe. Den hatte ich auch direkt mit dabei. Hat auch einen super Job gemacht, war ich super zufrieden mit eigentlich. Bis er dann plötzlich weg war. Aber ich weiß mittlerweile warum und ist auch voll okay. Habe ich Verständnis für. Ja, wollen wir hoffen, dass es genauso weitergeht. Und dass mein Plan auch aufgehen wird. Denn wir sind ja noch ein bisschen pleite. Wir haben ja halt viele Aufträge gemacht. Aber wir müssen ja an das Geld wiederkommen, was ich ausgegeben habe. Gut, aber genug von dem Multiplayer-Projekt geschnackt. Ich will da auch gar nicht... Also hinterher verrate ich noch zu viel von meiner Taktik, von meinem Plan. Wobei es ja eh eigentlich offensichtlich ist. Aber dennoch. Schnacken wir im Stream, wenn wir Multiplayer spielen, dann wird da wieder ordentlich drüber geschnackt. Kommen wir zu dem Projekt hier zurück. Ich habe beschlossen, dass ich die Wiese mähen werde einmal, bevor ich die platt mache. Sollte sie komplett ausgewachsen sein, das ist Voraussetzung. Sollte sie nicht ausgewachsen sein, dann mache ich sie platt. Und dann lagern wir das erstmal ein. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, also ich würde es halt in unser normales Silo packen, was wir jetzt halt auf dem Hof stehen haben, das geht da auch rein. Ist zwar etwas unrealistisch, macht man für gewöhnlich nicht. Aber ich möchte da gerne ein bisschen was auf Vorrat haben, denn
damit wir halt auch, glaube ich, so weiterhin was zu tun haben und vielleicht schon mal nebenbei ein bisschen effektiv sind, würde ich mir schon mal das ein oder andere Tier anschaffen und wahrscheinlich, ja, das, was sich am einfachsten versorgen lässt, eigentlich, Schafe. Hühner werde ich jetzt hier nicht als erstes holen, die sind zwar relativ günstig, aber da habe ich ja aus meinem Felsbrunnen-Projekt gemerkt, irgendwie so richtig aus dem Quark kommen sie nicht. Wobei ich denke mal, wenn man da so ein paar hundert Hühner hat, die tatsächlich nur Weizen brauchen, ich meine, da machen wir hier einmal auf irgendeinem Feld Weizen drauf, dann haben wir da genug Vorrat und wir haben jetzt ja auch ein Lager, wo wir es reinpacken können. Also Hühner wären auch noch eine Alternative, oder könnte man noch dazu nehmen zu den Schafen. Dann haben wir schon mal zwei Ställe, zwei verschiedene Tierarten und zwei Möglichkeiten an Geld nebenbei schon mal ein bisschen ranzukommen und haben noch eine kleine Aufgabe nebenbei, uns um die zu kümmern, um die Tiere. Damit wir hier nicht wie auf der Felsbrunn nur stumpf Felder, 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 Felder machen. Zumindest damit das nicht so doll auffällt. Sagen wir es mal so. Uiuiui. Irgendwie hört er sich merkwürdig an, der Traktor. Ach, das ist aber, glaube ich, weil ich die Sämaschine die ganze Zeit anhabe. Ich heb die immer nur hoch und senke die ab zum Wenden. Deswegen läuft er wahrscheinlich die ganze Zeit unter Last. Und ich denke, wieso brummt denn der jetzt so permanent in einem Ton? Aber daran wird es wahrscheinlich liegen. Ja, ich glaube, da bin ich guter Dinge, wenn ich mich ein bisschen beeile. Jetzt haben wir die Hälfte, dann schaffen wir das. Dann wären wir fertig mit dem Feld. Dann müssen wir halt nur mal schauen, also wie sollte ich die Wiese da abmähen? Die Gerätschaften dafür würde ich mir, glaube ich, tatsächlich erstmal leihen. Ach verdammt, und jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Ich habe die Zeit wieder nicht hochgestellt. Jetzt wachsen die beiden Felder mehr oder weniger gleichzeitig. Das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Wollte ja Feld für Feld haben. Dass wir immer wieder irgendwo dazu kommen und dass wir was zu tun haben. Das kann ich dann jetzt wohl ganz eindeutig knicken. Mist, das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht dran gedacht habe. Gut, okay, dann ist es diesmal jetzt halt so. Wir werden uns vergnügen können mit der Wiese, dann hoffe ich. Weil die sieht, glaube ich, sehr ausgewachsen aus. Es ist ja auch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seitdem ich auf dieser Karte hier bin. Also jetzt halt nicht in Form von Videos und von unserer Arbeit hier. Aber halt das, die Fläche bauen und den Hof aufbauen. Und so weiter, das hat ja auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich habe dann auch, glaube ich, 2 Nächte oder so nochmal vorgespult gehabt. Oder war es nur eine? Also es ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich gehe mal von aus, dass das Gras hier überall um uns herum auch relativ hoch ist. Dann wird das schon fertig sein. Und dann müssen wir uns nochmal anschließend überraschen lassen, wie das jetzt aussieht. Ob wir da einfach drüber sehen können mit unserer Federstedt Rapid und ob wir noch mal fliegen müssen. Da können wir aber auch vielleicht noch mal gleich in die Info gucken, ob Gras mit dazu zählt, wo was gepflügt werden muss. Oder ob das Feld generell, wenn das Feld sowieso gepflügt werden muss, dann müssen wir das sowieso machen. Geht ja kein Weg drum herum. Und dann nehmen wir halt das Gras fürs Erste erstmal für die Schafe, bis wir ein bisschen weiter sind. Wobei man jetzt natürlich überlegen könnte, wir haben eigentlich genug Platz auf dem Hof. Ich kann das Gras auch erstmal in den Silagebunker reinschmeißen. Gut, ich darf, muss halt aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen zudecke. Sonst haben wir Silage und kein Gras mehr für die Schafe.
Ja, oder halt Ballen pressen und die kann ich auch theoretisch erstmal da reinstellen. Dann müssen wir es gar nicht ins Lager kippen. Wir hätten was zu tun, bis die Felder fertig sind. Würden nicht unrealistisch Gras ins Silo schmeißen. Ich glaube, das ist eine gute Alternative. Dass wir das dann entweder lose in den Bunker kippen oder wir pressen vielleicht sogar noch Ballen. Machen wir schöne Rundballen von. Oder Quaderballen. Je nach, mal gucken, wie ertragreich die Wiese ist. Wenn das 30, 40 Ballen wären, dann würde ich doch eher Quaderballen nehmen. Die lassen sich dann doch schon besser wegstapeln als 30, 40 Rundballen. Ich habe da so ein leichtes Trauma seit Sibasuso mit dem Rundballen. Und da freue ich mich ja schon drauf, wenn hoffentlich irgendwie. Vielleicht ist ja auch schon irgendwo was draußen. Vielleicht habt ihr ja schon was gesehen. Ein schönes Ballenlager, so ähnlich wie was hatten auf Sibbershusum. Oder überhaupt erstmal ein Ballenlager, dass man die Ballen vernünftig einlagern kann, dass man die nicht draußen wegstapeln muss. Also wenn ihr da schon mal was gesehen habt oder vielleicht mal für mich die Augen offen halten könntet, das wäre super. Also wenn ihr was gesehen habt, dann haut mal gerne raus, wo. Vielleicht mit Link. Ich weiß gar nicht, könnt ihr Links überhaupt posten in den Kommentaren? Ich glaube nicht, ne? Dann sagt mir einfach, dass ihr was gesehen habt. Kommt vielleicht auf den Discord oder so, dann könnt ihr mir da den Link schicken. Das wäre, glaube ich, die beste Alternative. Ja, das kriegen wir hier fertig, auf jeden Fall. Dann ist die Folge zwar auch um, wenn wir hier durch sind, aber wir haben es wenigstens geschafft. Wieder ein Feld durchgearbeitet oder bearbeitet. Aber ich müsste nochmal diese kleinen Macken dann hier rausmachen. Die gefallen mir nicht. Und ich werde die Tage mein G29 Lenkrad mal anschließen. Denn das Problem, also nach rechts ziehen tut er jetzt gerade gar nicht mehr so. Spackt auch nicht ganz so doll rum. Also das Lenkrad selbst, das ist einfach, das ist wirklich ausgeballert. Das habe ich gemerkt. Und ich merke ja auch alleine schon daran, dass es jetzt im Moment geht, weil es relativ viel benutzt wurde jetzt. Wenn es eine längere Zeit rumsteht, was weiß ich, ob da Staub reinkommt oder weiß der Geier was, dann spackt das gerne rum. Nur bei den Pedalen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ob die Pedalen einen weg haben oder ob es ein Spielfehler ist, dass er permanent rückwärts fährt und nicht anhält. Das werde ich dann mit dem G29 mal ausprobieren. Und vielleicht gefällt es mir dann ja doch, damit zu spielen. Weil ich hätte da auch deutlich mehr Tasten dran eigentlich. Obwohl deutlich mehr nicht, aber ich hätte ein paar mehr Tasten an dem Lenkrad. Wäre mit Sicherheit auch ganz praktisch eigentlich. Ja, das sieht doch schick aus. Dann haben wir da nur noch so zwei, drei kleine Macken drin. Die bügeln wir aus. Und dann passt das. So, ziehen wir uns mal ein schönes Thumbnail. Traumhaft.
So, wo war das? Hier war eine kleine. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler hier rechts und links. Denn sonst würden da ja eigentlich Pflanzenreste rausschauen. Und wir würden auch was dabei verbrauchen. Das tun wir auch nicht. Wir verbrauchen generell nichts, okay. Dann soll das so sein. Ja, hier haben wir noch was. Dann machen wir es einmal gleich ganz ordentlich. So. Einen kleinen Kreis da reingehauen. So, dann bringen wir den noch eben auf den Hof zurück. Und beenden die Folge dann damit auch. Ich wollte den Sound vom Spiel noch mal ein bisschen lauter stellen. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, für die nächste Folge ist es dann lauter. Das mache ich jetzt noch. Wenn wir den abstellen. Denn ich habe selbst gehört, das ist sehr leise. Man hört die Traktoren eigentlich so gut wie gar nicht. Es sei denn, ich habe da ein anderes Gehör als ihr. Für sowas ist das automatische Rückwärtsfahren ja ganz praktisch. Man hat halt ganz schön langsam in aller Ruhe einparken. Aber für alles andere ist es Müll. So, nein, hier ist. Ich stelle jetzt mal nicht immer komplett da. Wir haben ja im Moment haben wir noch Platz. Von daher passt das. So, dann stellen wir den Sound. Lautstärke gesamt mal auf 60. Hören wir uns das mal eben an. Das ist schon deutlich besser, ja. Das ist schon wirklich besser. Okay. Dann müssen wir in der nächsten Folge, sehe ich auch gerade, hier steht noch der Kalkstreuer. Wir müssen uns noch Kalk besorgen irgendwann. Oh, gut, das müssen wir jetzt nicht nächste Folge machen. Aber düngen müssen wir nächste Folge. Das auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was die Wiese macht. Ja, genau so ist es. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert fleißig, lasst ein Däumchen da und ein kostenloses Abo. Vergesst auch nicht, die Glocke anzustellen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video hochlade oder am Stream bin. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Reingehauen.